Willkommen zum nächsten Video, willkommen zum dritten Part von Akzeptanz. Und heute geht es darum, wie wir dieser Unvernunft begegnen können, wie wir aus diesem Teufelskreis rauskommen, wo wir beispielsweise uns Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, wo wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Und wir sind wie immer konditioniert worden. Ja? Wir sind immer konditioniert worden. Bei der Werbung ist es nichts anderes. Die Werbung, wenn der größte Spannungsbogen kommt im Film, dann wird Werbung gezeigt. Damit wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen. Werbung bedeutet, Emotionen zu nutzen. Ja, deswegen arbeiten Nachrichtensender auch mit Emotionen. Deswegen arbeiten Nachrichtensender mit Werbung, weil Nachrichten sehr emotional sind. Wenn eine Katastrophe gekommen ist, dann bist du emotional. Und dann kommt Werbung und wir neigen dazu, wenn wir emotional sind, eher zu kaufen, eher Entscheidungen zu treffen. Damit wir Dinge kaufen, die uns Sicherheit offerieren. Und das dürfen wir wissen. Ja? Dieser Carry-Over-Effekt. Ja? Beispielsweise, wenn ein Film gezeigt wird und dann kommt ein Cliffhanger und dann wird erst nach der Werbung gezeigt, wie es weitergeht. Du bist emotional geladen und die Produkte, die dort angeworben werden. Sicherheitsprodukte. Viele Produkte sind Sicherheitsprodukte. Das emotionale Gehirn, es kauft gerne ein. Und dadurch entsteht es, dass wir wirklich eher Dinge kaufen, die wir nicht brauchen. Und dafür sind die Nachrichten ganz toll. Only good news. Nein, only bad news are good news. Die stärkste Emotion, und das habe ich schon gesagt, das ist die Angst. Und die besten Produkte sind natürlich Sicherheitsprodukte oder letztendlich Bedürfnisprodukte. Bedürfnisprodukte, Essen, Trinken, das ist etwas, was immer geht. Du kannst immer einen Supermarkt eröffnen. Du wirst immer Menschen haben, die Lebensmittel brauchen, da das Sicherheitsbedürfnisse oder das Bedürfnis befriedigen. Das ist immer so das Wichtigste. Und wenn wir Angst schnüren, was passiert? Du kaufst dir Dinge, die du nicht brauchst. Die Konsummaschinerie, die läuft, wird ins Laufen gebracht. Ja? Und dir werden Dinge versprochen, die nicht eingehalten werden. Das ist Marketing, das ist Werbung. Nicht, dass gelogen wird. Es wird nicht gelogen, es wird, sondern wenn du es so willst, stell dir ein Produkt vor, das jetzt vor deiner Nase steht und das wird beleuchtet. Aber es hat auch eine andere Seite, da die nicht beleuchtet wird. Es werden die schönen Dinge beleuchtet. Ja? Und wir kaufen bei DM, wir kaufen bei McDonald's, wir kaufen uns die Milch, wir kaufen uns bei Aldi, wir kaufen, wir spenden, wir machen Glücksspiel, wir machen, wir tun all das, was wir letztendlich nicht sollen. Das sind jetzt so Durchschnittswerte, die wir hier haben. Und ich hatte im Schwerpunkt unter anderem Werbepsychologie. Die stärkste Wirkung für eine Werbung sind Menschen, beziehungsweise glückliche Menschen. Die stärkste Werbebotschaft würde auch mit, naja, mit Freizügigen. Aber letztendlich muss man natürlich in der Humanität bleiben und dann dadurch entsteht es, dass wir immer glückliche Menschen sehen. Und dann zeigt uns das Produkt, oh, das hilft uns. Und wir sind dann, wenn wir das Produkt gekauft haben, ja, so glücklich. Wir wachsen in einer Welt auf, in der wir lernen, dass Angstfreiheit erkauft werden kann. So wachsen wir auf. Wir kaufen uns dann Produkte. Wir konsumieren. Wir kaufen uns ein Haus. Hier geht es nicht um die Bewertung, wie gesagt, hier geht es nicht, oder wie so oft, nicht um die Bewertung der einzelnen Dinge, sondern dass wir konditioniert werden. Für den Einzelnen kann es sein, dass das Produkt XY gut ist, dass das Haus gut ist, dass die Versicherung Sinn macht. Nur sind wir diesem Überkonsum ausgeliefert. Wir brauchen ganz viele dieser Dinge im Grunde gar nicht. Und diese schlechten Gewohnheiten noch dazu, zu McDonald's beispielsweise zu gehen, zu DM zu gehen oder Shopping dann einfach auch zu betreiben.
Wir nennen das auch Untenhalten-Industrie. Ja. Wir wollen die Menschen, man möchte die Menschen irgendwo ein bisschen unten halten. Ja, sinnvolle Investitionen, davon wirst du sehr wenig hören in den Nachrichten. Ja. Es gibt auch untenhalten Literatur. Schlechte Nachrichten zu gucken, schlechte Fernsehsendungen zu gucken, wirklich halt so unten halten. Hartz IV TV. Ja, das sind alles Dinge, die wir im Grunde, die uns so schlecht tun. Bild-Zeitung lesen. Ich meine, okay, es ist vielleicht ein bisschen kontrovers, es ist jetzt nicht alles schlecht, was die Bild-Zeitung ist. Es ist eher die Art und Weise, wie sie es manchmal vermitteln, sehr plump und sehr wenig wissenschaftlich, wenig wissenschaftliche Literatur, beziehungsweise halt sehr abseits von wissenschaftlicher Literatur. Und werdet ihr dem halt bewusst? Werdet ihr dem bewusst, dieser Konsum ist übermäßig? Und sagt stopp. Sag stopp. Nimm dir eine Auszeit. Nimm dir mal eine Auszeit. Und das Beste, was du machen kannst, halt wirklich diesen Konsum mal komplett sein zu lassen. Der Königsweg wäre, in die Meditation mal zu gehen. Mal um sich herum alles wegzuhaben. Und dann auch zu merken, hey, das brauche ich auch alles gar nicht. Was wäre denn für dich sinnvoller, wenn du jeden Abend Konsum ausgibst, damit du dich irgendwie besser fühlst, oder du gehst nach Hause und meditierst? Was kostet dich denn weniger? Und was ist wohl gesünder? Der Tagesroutine auch mal entkommen, eine Auszeit nehmen. Weil du nur durch die neutrale Sicht, wenn du endlich aufhörst zu konsumieren, wenn du endlich aufhörst, Informationen rauszunehmen, aus diesem Hamsterrad rauszugehen. Man merkt gar nicht, dass man in dem Hamsterrad ist. Der Hamster merkt nicht, dass er gerade da drin ist. Und er will wieder raus. Und was macht er? Er läuft immer schneller, 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 schneller. Er läuft immer, immer schneller, anstatt dass er bemerkt, hey, ich. Also, natürlich bemerkt er es schon, aber letztendlich geht es auch hier darum. Anstatt raus aus dem Käfig zu gehen oder raus aus dem Hamsterrad. Einfach wieder, nimm dir eine Auszeit. Wenn du täglich das Gleiche tust, wirst du niemals eine Veränderung erleben. Der Alkoholiker, der glaubt, dass er, wenn er den nächsten Schluck trinkt, dass es ihm dann besser geht. Realisieren, wahrnehmen, das sind die Schlüsselpunkte. Realisieren und wahrnehmen, reflektieren. Ja? Dein Alltag hat dich letztendlich dahin geführt, dass du nicht mehr richtig glücklich bist. Jetzt darfst du da hinschauen. Du darfst hinschauen, wenn du dir eine Auszeit nimmst. Das heißt nicht, dass du dein Leben jetzt hinschmeißen sollst und auf eine Insel gehst, sondern dass du dir von gewissen Dingen eine Auszeit nimmst. Schau in dein Leben, was kannst du reduzieren? Was solltest du auch reduzieren? Mach das weg und tu etwas Besseres hinzufügen. Überleg dir, was gut ist. Überleg dir, was schlecht in deinem Leben. Was wir ganz häufig sehen, ist Konsum. Konsum ist so, dass so dieses, ich, dieses, diese Glücksgefühle, die dann automatisch entstehen, die entstehen auch. Dinge hinzufügen, Dinge hinwegnehmen. Konsum bitte wegtun. Weil es macht nicht glücklich. Negative Menschen entfernen, denn die machen nicht glücklich. Was machen negative Menschen eigentlich? Was macht sie so negativ? Mal ganz kurz. Sie wiederholen ihre negativen Parolen. Sie wiederholen diese Negativität in sich. Sie bringen diese Negativität nach draußen. Und das ist wie so ein Kassettenrekorder. Das geht dann immer wieder, immer wieder. Und auch hier wieder zu gucken, diese Auszeit zu nehmen, mal diese neutrale Sicht zu sehen. Brauche ich den Mensch, brauche ich ihn nicht? Brauche ich ihn, brauche ich ihn nicht? Wir haben gelernt, dass wir Kontrast brauchen. Schwarz und weiß, ja. Auf einem weißen Blatt Papier kannst du schwarz schreiben und du siehst es super. Vorher, nachher, gestern, morgen. Klappt oder es klappt nicht. Für unser Gehirn ist das entscheidend. Für unser Gehirn ist das entscheidend. Wir brauchen diese Auszeit, um mal klar denken zu können. Der Thrill ist hier wichtig. Unser Gehirn ist immer im Spannungsmodus. Beziehungsweise er sollte in einem Spannungsmodus sein. Irgendwas klappt heute nicht mit meinen Notizen. Gehen gerne mal weg.
Aber stattdessen sind wir im Autopilot. Und ganz besonders bei der Achtsamkeit geht es um das Thema, raus aus diesem Autopilot zu kommen. Weil wenn du immer im Autopilot bist, wirst du das nicht merken. Deswegen die Auszeit. Deswegen dieses Anderssehen. Die Stille. Nur die Stille ist entscheidend. In der Stille wirst du so viel hören. Der Weg zu allem Großen geht durch die Stille. Du kannst im Trubel nicht nachdenken. Wie viele Minuten am Tag denkst du? Oder denkst du, tust du nichts? Du denkst die ganze Zeit. Ja? Du musst den Tonus aber rausbringen. Die Spannung muss raus. Das muss raus, diese Spannung muss raus. Und dann erlebst du Monotonus. Stille erfahren. Erfahrungen durch Schweigen. Derjenige, der zuhört, lernt etwas dazu. Derjenige, der spricht, wiederholt nur, was er schon weiß. Stimme ist auch immer dual. Reden bedeutet, dass du nicht zuhören kannst. Ja? Und Schweigen ist die Möglichkeit zuzuhören. So wie du jetzt wahrscheinlich schweigst, lernst du dazu. Reden ist eine Art der Flucht manchmal. Deswegen reden wir in der Kirche nicht, weil du eins sein sollst mit Gott. Wir reden nicht. Im Prinzip wird nur beim Gebet gesprochen. Alles andere ist eins sein mit der Welt. Ja? Das Ego ist hier nicht gefragt. Und monoton, also einsilbrig, sind die meisten Dinge in unserem Leben. Die schönsten Dinge vor allem. Vor allem sind die schönsten Dinge in unserem Leben monoton. Schweigen ist schöner als reden. Man muss es nur erkennen. Ein Sonnenuntergang ist monoton. Man redet nicht während einem Sonnenuntergang. Man gibt sich der Sache hin. Es fehlen einem quasi die Worte, wie beim Kuss. Wie beim Kuss auch. Es fehlen dir die Worte. Du kannst in dem Moment nicht sprechen. Und alles ist monoton. Die schönsten Dinge sind monoton. Wir reden nicht beim ersten Kuss. Wir denken auch nicht. Und das ist das Schöne dabei. Wir sind einfach. Wir sind im Hier und Jetzt. Die erste Berührung. Wir sind im Hier und Jetzt. Diesen Moment genießen wir. Und das sind die Momente, die letztendlich auch zählen im Leben. Also überleg dir, was ist wichtiger, schweigen oder reden? Konsum oder Nichtkonsum? Weglaufen oder hinsehen? Ja. Ja, die meiste Kommunikation ist ja sowieso nonverbal. Gehen zur nächsten Folie. Die Monotonie in der Einsamkeit beruhigt die Seele. Ja, ganz, ganz klar, diese Monotonie. Stell dir vor, du siehst einen Sonnenuntergang. Bist du dann gestresst? Wirklich, du stell dir vor, du siehst jetzt gerade in den Sonnenuntergang oder bist am Strand und siehst diesen Sonnenuntergang. Beruhigt die Seele. Die Monotonie in der großen Welt ermüdet den Geist. In der großen Welt, in der Konsumgesellschaft, da kann es keine Monotonie geben. Da gibt es höher, schneller, weiter. Musst nur überlegen, ob es dich weiterbringt. Meine Notizen gehen immer wieder weg. Ich weiß nicht wieso. Musst nur überlegen, bringt es dich weiter? Monoton ist ein Lagerfeuer, Kerzenschein, Berglandschaft. Wir machen auch monotone Bewegungen. Und das sind so die, wo unser Geist abschalten kann. Beim Joggen, beim Radfahren, beim Skifahren. Alles Wiederholungen. Und kombiniere diese Dinge noch. Spazieren gehen am Meer. Ist da Reden notwendig? Im Prinzip nicht. In diesen Momenten bist du bei dir. Monotonie ins Leben bringen.
Schweigen ins Leben bringen, Ruhe und Stille ins Leben bringen. Die meisten geben sich keine 5 Minuten Stille in ihrem Leben. Das sind die wenigen Momente, wo wir dann bei uns sind. Da gibt es keine Worte. Mönche reden nicht. Mönche reden nicht. Sie sind in sich glücklich. In der Natur wächst alles von innen nach außen. Niemals umgekehrt. Niemals umgekehrt. Das heißt, dein Wachstum kann nur von da drinnen sein, nicht im Außen. Wir suchen im Außen, immer von innen nach außen. Die Natur ist so gegeben. Alles wächst von innen nach außen. Das heißt auch, dass du dein Inneres nach außen trägst und gleichzeitig, naja, eine Rückmeldung bekommst, wie du dich innerlich fühlst, beziehungsweise wie du mit anderen umgehst. Viele glauben, ach, die behandeln mich alles schlecht. Ja, aber dann dein Verhalten verändert das Verhalten von anderen Menschen. Die Franzosen sagen, hast du alle deine Ziele im Leben erreicht, dann hast du zu niedrig angesetzt. Und wir haben es besprochen, Zielerreichung macht nicht glücklich. Zielerreichung bedeutet immer, die Belastung fällt weg. Kein Mensch ist bisher zu einem bestimmten Ziel gekommen und hat gesagt, ey, jetzt fühle ich mich besser als gestern. Jetzt bin ich glücklicher als gestern und bin das jetzt für den Rest meines Lebens. Das gibt es nicht. Der Weg ist das Ziel. Buddha. Der Weg ist das Ziel. Du kannst das Spiel des Lebens nur spielen. Ja? Der Weg ist immer das Ziel. Und das kannst du nur in der Auszeit erkennen. Was du noch tun kannst, wir haben hier 3 Wege, zufällig, und dein Horizont erweitern. Den Horizont erweitern, beispielsweise die Brille ablegen und sie einem anderen aufsetzen. Die Sicht eines anderen ist ganz, ganz wichtig. Neue Erkenntnisse im Leben sind ganz, ganz wichtig. Nicht nur durch seine eigene Art und Weise zu blicken, sondern die Dinge durch andere Augen zu sehen. Das ist der nächste Schritt, neben der Auszeit. Und da gibt es beispielsweise einen Film, den habe ich vor zig Jahren mal gesehen, ich glaube damals, als er rauskam. Und 8 Blickwinkel ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber es geht hier um den Film, der aus 8 Perspektiven eine gleiche Situation schildert. 8 Menschen haben dieselbe Katastrophe in dem Film erlebt. Und dennoch erzählt es eine einzelne Geschichte. Und durch diese verschiedenen Blickwinkel fügt sich die Situation zusammen, beziehungsweise der Film fügt sich damit zusammen. 8 Menschen, die 8-mal unterschiedlich eine gleiche Situation erleben und sie ganz unterschiedlich erleben, ganz unterschiedlich wahrnehmen. Und so ist es halt wichtig, in deinem Leben auch mal zu schauen, wie andere denken. Den Horizont zu erweitern bedeutet auch, die Sicht eines anderen Mal als realistisch zu betrachten, als einfach mal sich hingeben und zu versuchen, einer anderen Person zuzuhören und zu versuchen zu verstehen, was diese Person meint. Ich habe ja vorhin erklärt, oder in einem anderen Video, dass wir immer auf unseren Standpunkt halten. Dass wir immer, wenn wir diskutieren und streiten, mein Standpunkt ist der, deiner ist der. Jedes Handeln hat seine Konsequenzen. Es gibt nicht die eine richtige Lösung. Und die meisten glauben irgendwie, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben. Dadurch entsteht Bevormundung. Bevormundung ist hier in Deutschland sehr, sehr stark ausgeprägt. Wir haben den Löffel, Weisheit mit dem Löffel gefressen und jetzt erklären wir den anderen, wie sie das alles machen sollen. In der Kulturpsychologie habe ich kennengelernt, dass die Deutschen die schwierigsten Verhandlungspartner sind. Die unangenehmsten Verhandlungspartner. Die eher zu Streitigkeiten kommen, als wenn jetzt, weiß ich nicht, Italiener mit Spaniern jetzt beispielsweise Verträge abschließen oder Verhandlungsgespräche führen. Genauso ist, wir kommen mal zum Thema Trauer. Trauer ist auch etwas, was konditioniert ist. Wir sind konditioniert, traurig zu sein. Wir sind für so viele Dinge konditioniert worden. Wir erkennen oftmals die Wahrheit nicht dahinter. Wir sind konditioniert. Wenn wir konditioniert sind, bedeutet das, dass unser Ego etwas verliert. Wir verlieren eine Zuwendungsperson, wenn wir trauern.
Oder erst kommt der Verlust und dann kommt die Trauer. Deswegen kommt ja auch immer dieser Satz: Du bedeutest mir etwas. Du bedeutest mir etwas. Das kann ein schöner Satz sein, aber wenn man es genau nimmt, ist es Eigensinnigkeit. Du bereicherst mein Leben. Und ohne dich kann ich nicht leben. Ich. Es geht hier ums Ego. Wenn du dir überlegst, du siehst eine Traueranzeige und die Person XY ist gestorben, kennst du nicht. Aber hättest du durch Zufall sie kennengelernt, dann wärst du traurig. Weil du jemanden verloren hast. Hier ist wieder das Ego angesagt. Reisen in eine magische Welt. In den kargen, eisigen Weiten Sibiriens hat sich eine schamanische Tradition erhalten, die in ihrer Fremdheit ebenso fasziniert wie erschüttert. Wladimir Serkin schildert in diesem Buch seine Begegnung mit einem alten Schamanen, der einwilligt, ihn in diese uralten Praktiken und Weisheiten einzuweihen. Was Serkin von seinem charismatischen Lehrmeister lernt, ist ebenso unkonventionell wie tiefsinnig und zeigt, dass echtes Verständnis schamanischer Lebenssicht mit Heilung und Heilung einzig mit der radikalen Veränderung der eigenen Praxis erlangt werden kann. Der Schamane, was heißt Schamane eigentlich? Übersetzt heißt es jemand, der weiß. Jemand, der quasi Wissen in sich trägt. Und es gibt einen bestimmten Speaker, der mal eine Geschichte erzählt hat, die er selbst erlebt hat. Und zwar, ein indianisches Volk gibt es ja heute noch. Die haben einen Hirsch gejagt. Und der Hirsch ist ihnen entkommen. Ja, für die ist das Futter. Sie sind mit Pfeil und Bogen hinterher. Der Hirsch war zu schnell und er war weg. Aber die Jäger, es waren mehrere, sie haben nicht aufgegeben. Sie wollten nicht aufgeben. Und sie sind aber dann irgendwann ins Dorf zurück. Sind dann zum Schamanen gegangen, haben gesagt: Hey, wir haben diese Geschichte, wir haben diesen Hirsch verfolgt, so und so ist es gewesen. Schamane, kannst du uns sagen, wohin ist dieser Hirsch? Wo ist er hin? Der Schamane war die ganze Zeit im Dorf. Und in seiner Feuerasche hat er geschaut, es war abends, und hat gesagt: Da lang. Und am nächsten Tag sind die Jäger wieder auf. Für die war das was ganz Normales. Für die war das was ganz Normales, zum Schamanen zu gehen. Der Schamane weiß Dinge, die wir uns nicht so richtig erklären können. Und am nächsten Tag sind die Jäger losgegangen, sind genau in diese Richtung gegangen, wo der Schamane gesagt hat, wo sie hingehen sollen. Sie sind also weitergelaufen, weitergelaufen, weitergelaufen. Und nach weniger als 2 Stunden waren sie beim Hirsch. Und diese Dinge, die wir uns, es gibt Dinge, die wir uns in unserem Leben nicht so ganz erklären können. Es gibt Dinge, die wir noch nicht so ganz nachvollziehen können, weil unsere Wissenschaft noch nicht so weit ist. Unsere Wissenschaft ist immer zu einem aktuellen Zustand. Wissenschaft ist aktueller Zustand. Wissenschaft bedeutet Wissen aktueller Stand. Wissenschaft bedeutet oftmals nur etwas korrelierend zu sehen, in Verbindung zu sehen. Wir können quasi auch keine Kausalitäten immer feststellen. Auch wenn jemand Psychologie studiert, dann geht das extrem in die Wissenschaft. Und wir sehen ganz häufig, dass es keine Kausalität gibt. Das heißt zum Beispiel auch, dass ein Mensch, der eine schlechte Kindheit hat, nicht den und den Charakter bekommt. Weil sonst würde es ja immer sein. Kausal bedeutet, dass 1 und 1 2 ergibt. Aber eine schlimme Kindheit nicht unbedingt zu einem schlechten Leben oder zu einem schlechten Menschen führt. Und so können wir halt viele Dinge nicht ganz nachvollziehen. Wir können ganz viele Dinge in unserem Leben nicht nachvollziehen.
So wie ich nicht nachvollziehen kann, wieso meine Notizen immer weg sind. Aber sie sind immer weg. So. Moment, jetzt muss ich sie anhalten, weil sonst komme ich hier ganz durcheinander. Also, jede Krise entsteht aus deiner Wahrnehmung und Einstellung gegenüber den Dingen, die wir erfahren. Und Perspektive ist immer subjektiv. Jede Lebenskrise ist eine Wahrnehmungskrise. Wir urteilen, wir bewerten und jeder bewertet anders, jeder verurteilt anders. Jede Lebenskrise ist eine Wahrnehmungskrise. Ich habe es in einem anderen Video gesagt. Willst du dein Problem lösen? Löse dich vom Problem. Es geht nicht im Außen, es geht nicht immer darum, im Außen ein Problem zu sehen oder das Problem im Außen zu suchen. Wir suchen immer im Außen. Immer im Außen. Perception is everything. Perception is reality. But your own reality. Subjektivität in der Wahrnehmung, in der Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Ganz, ganz entscheidend. Yosemite Park, National Park in den USA. Sehr, sehr schön. Da gab es mal eine kleine Naturkatastrophe. Ja. Es gab eine Schneeschmelze. Ja. Das ganze Tal war verwüstet. Das ganze Tal war verwüstet. Da sind aber auch trotzdem, leben dort auch noch ein paar Einheimische. Da leben noch ein paar Einheimische. Zumindest in der Nähe. Und für die Amerikaner waren das wieder Bad News. Bad News are good news. Geil, alle pilgern dorthin. Spektakel. Und dann irgendwann wurden die Indianer gefragt, die dort leben. Und was sagt ihr denn zu dieser Katastrophe? Und sie sagen Folgendes: Das Tal, es hat sich gereinigt. Die Natur hat sich gereinigt. Perception is everything. Wie siehst du die Dinge? Machst du eine Katastrophe draus? Ja, unsere Nachrichten machen eine Katastrophe draus. Es ist immer eine Sache der Wahrnehmung, es ist immer eine Sache der Perspektive. Wir haben Corona, machen wir eine Katastrophe daraus. Machen wir eine Katastrophe daraus. Aber du darfst lernen und gerade in einer so konditionierten Welt, die Dinge aus anderen Augen zu sehen. Aus anderen Augen zu sehen und vor allem aus einer positiveren Haltung. Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience. You need experience to gain wisdom. Ich habe ja mal gesagt, um die Angst letztendlich zu überwinden, bedeutet es, dass du dein Unterbewusstsein etwas beibringen musst. Du brauchst die Erfahrung dafür. Und genau wie du hier neue Erfahrungen bekommst, anders funktioniert es nicht. Informationen sind erstmal einfach nur Informationen. Informationen sind Informationen. Ein Buch lesen ist das eine über den Mount Everest. Ihn zu besteigen ist etwas anderes. Das heißt, es geht nur, wenn du selbst Erfahrungen machst. Geh in die Welt, lese geistreiche Literatur, suche dir Vorbilder. Ansonsten bleibt dein Leben stumm, farbenlos. Sinnlos irgendwo auch. Wissen ist immer Gold. Wissen ist immer Gold. Aber du musst auch etwas damit anfangen können. Du kannst hier ganz viel lernen, du kannst hier ganz viel mitnehmen. Aber wenn du dann deinen Alltag wieder lebst, dann hast du nichts davon. Stop, look and choose. Wählen. Und dieses Mal mit Bewusstheit, mit Achtsamkeit. Deswegen ist der Achtsamkeitskurs extrem wichtig. Und wir schauen mal, wie achtsam du bist. Also, machen jetzt eine Übung. Und du hebst deine linke Hand. Es ist ja wahrscheinlich keiner bei dir.
Du hebst die linke Hand. So wie ich jetzt auch. Und jetzt fragst du dich, oder frag dich jetzt selbst, warum du deine linke Hand gehoben hast. Jetzt geht es mir um Akzeptanz. Überleg dir jetzt die ganze Zeit um Akzeptanz. Und du stellst dir manchmal Fragen wie, warum habe ich eigentlich Angst? Warum bin ich so, warum ist der so? So viele Fragen, die wir uns stellen. Aber du hast die Angst hast du nicht gehoben, deine Hand hast du gehoben oder hast sie eben nicht gehoben, weil es eben so ist. Jetzt geht es um Akzeptanz. Akzeptiere es. Da gibt es kein jetzt warum und wieso und weshalb. Ich könnte dir ein paar psychologische Sachen nennen. Aber darum geht es jetzt erstmal hier gar nicht. Akzeptiere, was ist. Es geht um die Akzeptanz. Du hast eine Entscheidung getroffen und du hast sie halt bewusst oder unterbewusst getroffen. Du hast mir jetzt die ganze Zeit zugehört und du hast eben eine Entscheidung getroffen oder hast sie eben oder du hast dich eben leiten lassen. Jetzt hast du gerade festgestellt, lässt du dich leiten oder tust du selbst Entscheidungen treffen? Du hast jetzt die Wahl gehabt. Eben gerade hattest du die Wahl. Du tust deine Hand heben, du tust sie nicht heben. Aber es ist egal, was du tust, und darum geht es um deine Akzeptanz, dass du selbst Verantwortung übernimmst. Das heißt, wenn du jetzt Entscheidungen in deiner Vergangenheit getroffen hast, dann hast du die getroffen, du übernimmst Verantwortung und die Dinge sind jetzt so, wie sie sind. Und du kannst dies akzeptieren. Das ändert ja im Prinzip nichts am Hier und Jetzt. Napoleon. Das Schlimmste in allen Dingen ist die Unentschlossenheit. Das Schlimmste an allen Dingen ist die Unentschlossenheit. Und Napoleon war ein sehr achtsamer Mensch. Zumindest geht das so laut den Geschichten hervor. Ist dadurch begründet, weil er unzählige Entscheidungen getroffen hat. Die Entscheidungen, die ihn letztendlich zu dem gemacht haben und zu den Dingen geführt hat, die passiert sind. Und diese Sachen hat er immer bewusst und achtsam getroffen, diese Entscheidungen. Und das hat seinen Weg geebnet letztendlich, weil er bewusst war bei seinen Entscheidungen. Das ist der Unterschied. Tust du bewusst oder unbewusst deine Entscheidungen treffen? Wenn du sie unbewusst wenn du unbewusst entscheidest, dann entscheiden meistens die anderen für dich. Darum geht es in der Achtsamkeit. Wir verbinden Akzeptanz und Achtsamkeit. Die großen Entscheidungen, die er getroffen hat, waren ohne Plan. Sie waren achtsam. Sie waren achtsam. Verstehen ist die Teilnahme Unkunde. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen die Dinge nicht immer verstehen. Verstehen ist der Trostpreis. Du musst nicht 100% nachvollziehen können, was in deiner Kindheit war, was deine Eltern geprägt hat, welche Gene du letztendlich hast und warum du ängstlich bist oder warum du hier weniger ängstlich bist. Das Graben in der Vergangenheit ist dann wichtig, wenn es traumatisierende Erlebnisse gab. Dann kann man darüber reden, dann muss es eine tiefenpsychologische Behandlung sein. Aber im Grunde ist es so, dass die meisten das nicht brauchen. Opportunity is represent itself. Nutze diese Möglichkeiten in deinem Leben. Denn das Leben besteht aus wahrgenommenen und verpassten Gelegenheiten. Das Leben besteht aus wahrgenommenen und verpassten Gelegenheiten. Du kannst einem Menschen beispielsweise Gold geben. Oder Geld. Gib jemandem Geld, 1000 Euro. Der eine gibt es am nächsten Tag aus. Der andere legt es an und gibt es niemals aus. Das Leben gibt dir eine Zitrone, du kannst Limonade daraus machen, das sagt man so. Wichtig ist aber, dass du geduldig bist. Und wenn du die Chancen im Leben siehst, dann steig ein. Das ist wie ein Zug, der hält irgendwann an, er wartet kurz und entweder du steigst ein oder nicht. Irgendwann fährt der Zug einfach los. Und du kannst nicht bestimmen, wie lange der Zug fährt. Das ist nicht in deiner Gewalt.
Manchmal müssen wir geduldig sein. Wir müssen akzeptieren, was ist mein Ich-Bereich und was ist mein Nicht-Ich-Bereich. Der sicherste Ort für ein Schiff ist der Hafen. Wir hören niemals, dass irgendwie das Schiff am Hafen untergegangen ist und dass die Menschen alle ertrunken sind. So, mitten am Strand oder direkt in Hafennähe oder direkt am Hafen. Doch das Leben ist das Meer selbst. Du kannst im Prinzip immer in Sicherheit dich wiegen. Du kannst immer im Hafen bleiben. Aber dann lebst du nicht wirklich. Du lebst nicht wirklich. Das Leben findet da draußen statt. Bruce Wayne ist Batman. Und er hat einen Bediensteten, Alfred. Das ist der Diener der Familie. Der Mann ist perfekt, ja. Für Batman, für Bruce ist er wirklich, er ist perfekt. Ja? Und weil er so alles so perfekt macht, weil er der perfekte, er ist ein Freund, Familienmitglied, dann will Bruce irgendwann wissen, was kann ich dir geben? Du kannst alles haben, Alfred. Nenn mir irgendwas, was ich dir geben kann. Und Alfred sagt, ich möchte Seelenfrieden. Weil alles, was du mir gibst, kannst du mir wegnehmen. Alles, was du mir gibst, kannst du mir wieder wegnehmen. Materielle Dinge sind nicht wichtig. Zufriedenheit schaffst du, wenn du zufrieden bist. Zufriedenheit kannst du nicht erwerben. Glücklich sein kannst du nicht erwerben. Und das darfst du akzeptieren. Machen wir die nächste Folie jetzt? Nein. Der Geist ist durch seine Aktivität der leitende Architekt des eigenen Glücks und des Leidens. Das sagte Buddha. Wenn deine Gedanken verwirrt sind, dein Geist, dann leidest du doch. Das ist wie wenn dein Körper schmerzt. Du leidest. Deswegen gibt es die Formel für Glück. Es gibt eine Formel für Glück. Der Körper ohne Schmerz und der Geist ohne Verwirrung. Schmerz bedeutet auch unglücklich sein. Wir wollen keinen Schmerz fühlen. Aber ein verwirrter Geist ist genauso schrecklich. Und das ist das, was letztendlich dann auch psychische Erkrankungen ausmachen. Das ist es so, dass dein Ich tobt. Dein Ich ist tobt da oben. Ständige Gedanken. Das Problem ist dabei, beziehungsweise es gibt kein Problem, man kann es wirklich wunderbar behandeln in der Psychotherapie. Aber die Psychotherapie macht nicht glücklich. Der kranke Geist schadet dem Körper und macht ihn letztendlich krank. Umgekehrt kann das auch so sein. Dein kranker, schmerzender Körper kann psychische Erkrankungen hervorrufen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir beides behandeln. Das darfst du akzeptieren. Schön, dass du dir diese drei Videos angeschaut hast, dass du durchgehalten hast. Und das war's zum Thema Akzeptanz. Bis zum nächsten Mal.